EA Pro Productions liest Jules Verne, die Abenteuer des Kapitän Hatteras. Erster Band. Heute 29. Kapitel. Über das Eisfeld. Die kleine Truppe wandte sich gegen Südosten. Simpson lenkte den Schlitten. Duke unterstützte ihn eifrig und schien über die Tätigkeit seiner eingespannten Kameraden gar nicht besonders erstaunt. Hatteras und der Doktor machten den Schluss, indes Bell, der vorausging, Bahn machte und mit der Eisenspitze seines Stocks den gefrorenen Boden untersuchte. Der hohe Stand des Thermometers verkündete einen nahen Schneefall, der denn auch nicht lange auf sich warten ließ. Die dichten Flockenwirbel erhöhten die Schwierigkeiten der Reise. Man wich von der geraden Linie ab und kam nicht schnell genug vorwärts, doch legte man im Mittel noch 3 Meilen per Stunde zurück. Das Eisfeld zeigte in Folgen verschiedener Frosteinflüsse eine ungleiche, höckrige Oberfläche. Oft stieß der Schlitten heftig auf und neigte sich, je nach dem Wege, wohl bis zu bedrohlichen Winkel. Doch ging noch alles ohne Unfall ab. Hatteras und seine Genossen waren dicht verhüllt in ihre nach Grönländermuster gefertigte Bekleidung, die sich durch ihre Form keineswegs vorteilhaft auszeichnete. Dagegen war sie dem Klima angepasst. Das Gesicht der Reisenden war von einer für Wind und Schnee undurchdringlichen Kapuze umrahmt. Nur Mund, Nase und Augen kamen in Berührung mit der Luft, und es wäre auch nicht gut getan gewesen, diese Teile davor zu schützen. Es gibt nichts Unbequemeres als hohe Kragen und Cashnets, welche in solcher Kälte sogleich steif gefrieren. Im Gegenteil muss man für den Atem einen freien Ausweg lassen, der sonst, wenn auf ein Hindernis trifft, sogleich gefriert. Die unermessliche Ebene zeigte eine ermüdende Eintönigkeit. Aufgetürmte Eisschollen, die immer den gleichen Anblick boten, Spitzhügel, deren Unregelmäßigkeit sich regelmäßig wiederholte, und Eisberge, zwischen denen sich gewundene Täler hinschlängelten. Den Kompass in der Hand ging es vorwärts. Die Reisenden sprachen wenig. In dieser kalten Luft war schon das Öffnen des Mundes nicht ohne Beschwerden. Spitze Eiskristalle schossen sogleich zwischen den Lippen an, welche die Wärme des Atems kaum wieder zu schmelzen vermochte. Schweigend ging es weiter, und jeder untersuchte mit dem Stocke den unbekannten Boden. Bells Schritte drückten sich in der weichen Schneelage ein. Man folgte ihnen aufmerksam, und da, wo er geschritten war, konnten es auch die Nachfolgenden ohne Sorge wagen. Nach allen Richtungen hin zeigten sich zahlreiche Spuren von Bären und Füchsen, doch sah man den ganzen Tag über kein solches Tier. Auch wäre eine etwaige Jagd sowohl gefährlich als auch deshalb unnütz gewesen, weil man den ohnehin schweren Schlitten nicht wohl noch mehr belasten konnte. Bei Expeditionen dieser Art pflegen die Reisenden gewöhnlich kleinere Lebensmitteldepots auf dem Wege anzulegen, die sie zum Schutz gegen wilde Tiere in Schneehöhlen verstecken. Auf diese Weise verringern sie um ebenso viel die mitzuführende Last und nehmen erst auf dem Rückweg jene Provisionen wieder auf, deren Hin- und Hertransport sie sich erspart haben. Leider konnte sich Hatteras auf einem vielleicht noch beweglichen Eisfelde dieses Mittels nicht bedienen. Auf dem festen Lande erwiesen sich derartige Depots sehr vorteilhaft, aber nicht für eine Reise quer über ein Eisfeld weg, bei welcher es sehr zweifelhaft blieb, ob der Rückweg über dieselben Punkte führen werde. Zu Mittag hielt die kleine Gesellschaft unter dem Schutz einer Eismauer, und es ward ein Imbiss aus Pemmikan und heißem Tee eingenommen. Die belebenden Eigenschaften dieses Getränkes erzeugten den Reisenden ein behagliches Gefühl von Wohlsein, dem sie sich auch nach Möglichkeit hingaben. Nach einstündiger Ruhe brach man wieder auf. Den ganzen Tag über wurden 20 Meilen zurückgelegt. Aber obgleich am Abend Menschen und Tiere gleichmäßig erschöpft waren, musste man doch noch ein Schneehaus errichten, da das mitgenommene Zelt offenbar nicht genug Schutz bot. Nach 1,5 Stunden war das Werk vollbracht. Bell zeigte sich hierbei so nützlich wie geschickt. Schnell stiegen die wie mit dem Messer geschnittenen Eisblöcke übereinander und bildeten ein Gewölbe, dem ein genau passender Block als Schlussstein eingefügt wurde. Der weiche Schnee diente als Mörtel. Er füllte die Fugen, und da er bald erhärtete, schien das Ganze wie ein hohler Block aus einem einzigen Eisstück.
Nur eine enge, niedrige Öffnung, durch welche man kriechend gelangte, bildete den Zugang zu dieser improvisierten Grotte. Nicht ohne Mühe kroch der Doktor hinein, und die übrigen folgten ihm. Schnell wurde nun auf der Küche mittels Spiritus die Nachtmahlzeit hergerichtet. Die innere Temperatur dieses Schneehauses wurde dabei ganz erträglich. Draußen pfiff der Wind, aber nirgends fand er einen Eingang zum Inneren desselben. »Zu Tische!« rief bald der Doktor mit freudiger Stimme. Gemeinschaftlich wurde die Mahlzeit, die zwar immer fast dasselbe blieb, aber doch kräftigend war, eingenommen. Nach ihrer Beendigung dachte jeder nur noch an Schlaf. Gegen jede Feuchtigkeit schützten die über den Schnee gebreiteten Macintosh-Decken. Strümpfe und Schuhwerk wurden inzwischen an der Herdflamme getrocknet. Dann streckten sich je drei der Reisenden, eingewickelt in dicke wollene Decken, nieder und schliefen, indes der vierte wachte, der für die Sicherheit aller zu sorgen hatte und auch den Zugang zum Hause offen erhielt, ohne welche Vorsicht man leicht anderen Tages lebendig begraben gewesen wäre. Duke teilte den allgemeinen Schlafraum. Die anderen Hunde blieben draußen und verkrochen sich, nachdem sie genügend gefüttert waren, unter dem Schnee, der sie bald undurchdringlich einhüllte. Tief ruhten die müden Schläfer nach den Strapazen des Tages. Um 3 Uhr früh trat der Doktor seinen Teil der Nachtwache an. Draußen, in der finsteren Nacht, tobte sich der Orkan aus. Welch seltsame Lage, diese wenigen Leute, wie verloren im Schnee, verborgen in einem Eisgrabe, dessen Wände jeder Windstoß verdickte. Früh, 6 Uhr am anderen Morgen, ward die einförmige Reise wieder aufgenommen. Immer zeigten sich dieselben Täler, dieselben Eisberge, so dass die Auswahl gewisser Merkpunkte ziemlich schwer war. Da aber die Temperatur um einige Grade sank, kamen die Reisenden schneller voran, indem die Schneelage sich mit einer Eiskruste überzog. Oft stieß man auf gewisse kleine Hügel, welche den Cairns oder Höhlen der Eskimos glichen. Um sich zu überzeugen, ließ der Doktor auch einen zerstören, fand aber nur einen einfachen Eisblock. »Was meinen Sie, Clawbonny?« sagte Hatteras. »Sind wir nicht die ersten Menschen, welche über diesen Teil der Erdkugel wandern?« »Das ist wohl möglich«, versetzte der Doktor. »Doch wer kann das wissen?« »Jedenfalls wollen wir die Zeit nicht mit fruchtlosen Forschungen darüber verlieren«, erwiderte der Kapitän. »Mich drängt es, mein Schiff wieder instand zu setzen, selbst wenn dieses so gewünschte Brennmaterial auch uns mangeln sollte.« »Darüber bin ich ganz ruhig«, meinte der Doktor. »Ich tat Unrecht«, sagte Hatteras nicht selten, »den Vorwort zu verlassen. Ein Kapitän gehört an Bord seines Fahrzeugs und nicht anderswohin.« »Johnson ist ja dort.« »Jawohl, aber doch eilen wir, eilen wir.« Das Gefährt bewegte sich rasch. Immer hörte man Simpson die Hunde antreiben. Infolge einer wunderbaren Phosphoreszenz liefen diese wie auf brennendem Boden, und die Kufen des Schlittens wirbelten einen Staub leuchtender Funken auf. Den Doktor trieb es, den Grund dieser Erscheinung am Schnee zu untersuchen. Doch plötzlich, als er einen Spitzberg ersteigen wollte, verschwand er den Blicken der anderen. Bell, der ihm am nächsten war, eilte ihm sogleich zur Hilfe herbei. »Halla, Herr Clawbonny, wo stecken Sie?« rief er ängstlich, während Hatteras und Simpson dazukamen. »Doktor«, wiederholte auch der Kapitän. »Hier unten, in einem Loche«, tönte beruhigend seine Stimme zurück. »Lasst mir ein Seil herab, und ich steige wieder auf die Erdoberfläche empor.« Man ließ dem Doktor, der in einem 10 Fuß tiefen, hohlen Trichter verschwunden war, ein Seil hinab, das jener sich mitten um den Leib befestigte, und so wurde er von den anderen nicht ohne Mühe emporgezogen. »Sind Sie verwundet?« fragte Hatteras. »Behüte Gott, es hatte keine Gefahr für mich«, antwortete der Doktor, der von seiner freundlichen Gestalt den Schnee abschüttelte. »Aber wie kam das überhaupt?« »Die Strahlenbrechung war daran schuld«, erwiderte er lachend, »immer die verwünschte Strahlenbrechung. Ich glaubte, einen Raum von 1 Fuß Breite zu überschreiten und rutschte in ein Loch von 10 Fuß Tiefe. Oh, über die Illusionen des Sehvermögens. Das sind die einzigen Illusionen, die mir blieben, ihr Freunde, und die werde ich schwerlich loswerden. Lasst es euch zur Lehre dienen und tut keinen Schritt, ohne den Boden geprüft zu haben, denn auf seine Sinne allein darf man sich nicht verlassen. Hier hören die Ohren verkehrt und die Augen sehen falsch.« »Können wir den Weg fortsetzen?« fragte der Kapitän.
Gewiss hatte was. Nur vorwärts. Der kleine Unfall hat mir mehr genützt als geschadet. Wieder wurde die Richtung nach Südost aufgenommen, und erst am Abend, nachdem sie im Ganzen 25 Meilen zurückgelegt hatten, machten die Reisenden Halt. Alle waren tüchtig müde, den Doktor aber hinderte das nicht, während das Eishaus gebaut wurde, noch einen Eisberg zu erklettern. Es war fast Vollmond. In wunderbarem Scheine glänzte er an dem klaren Himmel. Leuchtende Strahlen schossen die Sterne herab. Vom Gipfel des Eisberges schweifte der Blick über eine ungeheure Ebene, die mit kleinen Hügeln von fremdartiger Form übersät war. Wenn man sie so zerstreut liegen sah, wie sie im Mondschein erglänzten und sich ihre scharfen Formen von den benachbarten Schatten abhoben, einmal emporstrebenden Säulen, das andere Mal daniederliegenden Säulenschäften, dann wieder Grabsteinen nicht unähnlich, dann hätte man einen ungeheuren baumlosen Kirchhof vor sich zu haben geglaubt, der traurig, schweigend und endlos wohl 20 Generationen, die den ewigen Schlaf schlummerten, umschloss. Trotz Kälte und Müdigkeit gab sich der Doktor lange seinen stummen Betrachtungen hin, von denen ihn seine Genossen nur mit Mühe abbringen konnten. Aber man musste an die Nachtruhe denken. Die Schneehütte war fertig. Bald verkrochen sich die Reisenden wie Maulwürfe darin und überließen sich dem notwendigen Schlafe. Der nächste und die folgenden Tage gingen ohne ein bemerkenswertes Ereignis rüber. Leicht oder schwierig, schnell oder langsam ging die Reise vorwärts, je nach den Launen der Witterung, die manchmal rau und kalt, manchmal feucht und dann desto empfindlicher war. Je nach der Natur des Bodens musste man sich einmal der Mokassins, ein andermal der Stiefeln bedienen. So erreichte man den 15. Januar. Der Mond, der jetzt im letzten Viertel stand, war nur kurze Zeit sichtbar. Dagegen verbreitete die Sonne, obwohl sie noch immer unter dem Horizonte blieb, doch 6 Stunden eine gewisse Dämmerung, die indes noch nicht hinreichte, den Weg genügend zu erhellen, so dass man denselben nach der vom Kompass angezeigten Richtung mit Merkzeichen versehen musste. Zu dem Ende ging Bell voraus. Hatteras folgte ihm in gerader Linie und Simpson nebst dem Doktor Letzterem, so dass Hatteras den Erstgenannten verdeckte, wobei sie sich zwar fortwährend gegenseitig die Richtungslinie bezeichneten und trotzdem manchmal um 30 bis 40 Grad von derselben abwichen. Natürlich musste nun die Bezeichnung des Weges von vorn angefangen werden. Am 15. Januar, einem Sonntage, schätzte Hatteras den nach den Süden zurückgelegten Weg auf 100 Meilen. Der Vormittag wurde zur nötigen Reparatur an Kleidungsstücken und Lagergeräten verwendet. Doch auch ein kurzer Gottesdienst nicht vergessen. Zu Mittag nahm man die Reise wieder auf. Die Temperatur war sehr niedrig. Das Thermometer zeigte 32 Grad Fahrenheit unter Null, minus 36 Grad Celsius bei ganz hellem Himmel. Plötzlich stieg aus dem Boden, ohne irgendeinen erklärlichen Grund, ein vollkommen gefrorener Nebel. Er stieg bis auf eine Höhe von 24 Fuß. Man konnte dabei kaum die Hand vor Augen sehen. Mit spitzen Eisnadeln überzog dieser gefrorene Dampf die Kleider der Reisenden. Erstaunt über diese unerwartete Erscheinung von Rauchfrost, suchten jene sich sogleich aneinander zu schließen, und die Rufe »Eder Simpson! Well hierher! Herr Klaubani! Doktor! Kapitän, wo stecken Sie?« erschollen durcheinander. Mit ausgestreckten Armen suchten sich die 4 Reisegenossen in dem dichten Nebel, der für die Augen vollkommen undurchdringlich war. Aber leider kam keine Antwort mehr zurück. Es schien, als ob jener Dampf unfähig sei, die Schallwellen fortzupflanzen. Jedem kam unwillkürlich der Gedanke, durch Flintenschüsse ein Signal abzugeben. Wenn aber der Schall der menschlichen Stimme vorhin zu schwach erschienen war, so waren nun die Detonationen der Feuerwaffen zu stark, denn sie riefen ein Echo wach, das in allen Richtungen widertönte und dadurch ein so wirres Geräusch erzeugte, dass man eine bestimmte Richtung nicht herauszuhören vermochte. Jeder war also nur noch auf sich angewiesen. Hatteras blieb mit gekreuzten Armen ruhig stehen, das Weitere abzuwarten. Simpson begnügte sich, seinen Schlitten anzuhalten. Bell suchte, mit den Händen nach seinen Fußspuren tastend, wieder zurückzukehren. Der Doktor, sich an Eisstücken stoßend, fiel nieder, erhob sich wieder, ging nach rechts und links, kreuzte den Weg mehrfach und verirrte sich immer mehr und mehr.
»Das kann doch nicht so fortgehen«, sagte er sich nach einigen Minuten. »Wahrlich, ein sonderbares Klima, das, und mit etwas viel Überraschungen. Auf nichts kann man sich hier verlassen, und von den spitzen Eiskristallen, die einem das Gesicht zerreißen, noch ganz abgesehen.« »Hallo, Kapitän«, rief er vom Neuen aus Leibeskräften. Aber keine Antwort wurde hörbar. Für jeden Fall lud er sein Gewehr von Neuem, aber trotz der dicken Handschuhe starrte ihm von der brennenden Kälte des Laufes die Hand. Noch damit beschäftigt, erblickte er unklar eine formlose Masse, die sich einige Schritte vor ihm bewegte. »Endlich«, rief er erfreut, »Hatteras, Bell, Simpson, seid ihr's? Gebt Antwort!« Statt desselben ließ sich nur ein tiefes Brummen hören. »Hoho, was wird denn das?« dachte der gute Doktor. Die Masse näherte sich langsam. Ihre ersten scheinbaren Umrisse schrumpften zusammen und wurden deutlicher. Ein erschreckender Gedanke stieg im Doktor auf. »Ein Bär«, sagte er zu sich selbst. In der Tat, es war ein Bär von enormer Größe. Auch er schien im Nebel verirrt, tappte hin und her, vor und rückwärts, immer nahe daran, auf die Reisenden zu stoßen, deren Anwesenheit er sicher nicht vermutete. »Das wird hübsch«, dachte der Doktor, der sich unbeweglich still verhielt. Bald fühlte er fast den Atem dieses Tieres, das sich gleich darauf auch wieder im Rauchfrost verlor. Bald sah er dessen ungeheure Tatzen die Luft peitschen, wobei es ihm sogar so nahe kam, dass seine Kleidung mehrfach von den scharfen Krallen zerrissen wurde. Da zog er sich vorsichtig zurück und zugleich zerfloß die sich bewegende Masse in dem Nebel gleich einer Phantasmagorie. Als er sich aber zurückzog, bemerkte der Doktor, wie der Boden unter seinen Füßen aufstieg. Mit den Händen nachhelfend, indem er sich an hervorstehende Eiszacken anklammerte, erklomm er einen Block, noch einen, spähte tastend mit dem Stock umher und... »Ein Eisberg«, rief er freudig, »wenn ich da hinaufkomme, bin ich außer Gefahr.« Mit erstaunlicher Gewandtheit klomm er etwa 24 Fuß hoch empor. Damit aber kam er über die Rauchfrostschicht hinaus, die sich oben scharf abgrenzte. »Gut, gut«, sprach er zu sich und hatte gar, als er sich umschaute, die Freude, seine Reisegefährten ebenso aus dem dichten Nebel aufgetaucht zu sehen. »Hatteras!« »Herr Glabany!« »Bell!« »Simpson!« Fast gleichzeitig erschollen die vier Zurufe. Der Himmel, durch einen herrlichen Mondhof erleuchtet, sandte blasse Lichtstrahlen hernieder, die den Rauchfrost einer Wolke ähnlich färbten, so dass die Spitzen der Eisberge wie aus flüssigem Silber hervorschauten. In einem Umkreise von kaum 100 Fuß sahen sich die Reisegenossen alle. Dank der großen Reinheit der oberen Luftschichten und der erstaunlichen Kälte vermochten sie von den Spitzen ihrer Eisdrohne aus leicht miteinander zu sprechen. Als nach dem ersten Gewehrknallen keiner eine weitere Antwort hörte, hatten sie nichts Besseres zu tun gewusst, als möglichst nach oben hin aus dem dichten Nebel herauszukommen. »Aber wo ist der Schlitten?« fragte der Kapitän. 80 Fuß unter uns«, erwiderte Simpson. »In gutem Zustande?« »In ganz gutem.« »Und der Bär?« fragte noch der Doktor. »Der Bär? Was für ein Bär?« forschte Bell. »Nun, der Bär, der mir in den Weg kam und nicht übel Lust hatte, mir meinen Schädel zu zerbrechen.« »Ein Bär?« rief Hatteras. »Schnell, da müssen wir hinunter.« »Nein, nein«, entgegnete der Doktor. »Da verirren wir uns wieder und fangen das Suchen von vorn an.« »Und wenn das Tier aber unsere Hunde anfällt?« sagte Hatteras. In dem Augenblick schlug Duke schon an, und man hörte leicht aus dem Nebel herausschallendes Bellen. »Das ist Duke«, rief der Kapitän. »Da ist etwas vorgefallen. Ich steige hinunter.« Da hörte man plötzlich das verschiedenartigste Geheul aus der Dunstschicht herauf. Duke und die anderen Hunde bellten wütend. Dennoch war nur ein verworrenes und dumpfes Getöse zu hören. Man merkte es heraus, dass derselbe von einem unsichtbaren Kampfe herrührte, denn der schwere Nebel bewegte sich hin und her, wie wenn unter der Meeresoberfläche große Seeungeheuer gegeneinander wüten. »Duke! Duke!« schrie der Kapitän, der sich anschickte, in den Rauchfrost hinunterzuklettern. »Noch warten, Hatteras, noch warten!« rief der Doktor. »Mir scheint, der Nebel zerstreut sich.« Aber er zerstreute sich nicht, sondern sank nur wie das Wasser eines Teiches, welcher ausläuft.
Er schien vom Boden, aus dem er aufgestiegen war, wieder aufgesaugt zu werden. Die glänzenden Gipfel der Eisberge wuchsen unter ihnen. Andere, die überdeckt gewesen waren, tauchten auf wie neue Inseln. Vermöge einer leicht erklärlichen optischen Täuschung glaubten die Reisenden, welche sich an den Eisspitzen angeklammert hielten, sich in die Luft zu erheben, während nur die Oberfläche des Nebels unter ihnen herabsank. Bald wurde nun etwas vom Schlitten sichtbar, dann die Hundebespannung, dann aber auch etwa 30 andere Tiere, die sich wild durcheinander bewegten. Dabei der umherspringende Dug, dessen Kopf noch abwechselnd aus der Dunstschicht auftauchte und wieder darin verschwand. »Das sind Füchse«, rief Bell aus. »Und Bären«, setzte der Doktor hinzu. »Da, 1, 2, 3, 5 Stück. Unsere Hunde, unsere Vorräte«, klagte Simpson. Eine Herde Füchse und Bären war wirklich über den Schlitten hergefallen und hatte in die Reisevorräte schon eine gewaltige Bresche gelegt. Der Raubgier folgten sie einig nebeneinander. Wütend bellten zwar die Hunde, aber die Räuber kümmerten sich gar nicht darum und trieben ihr Zerstörungswerk gierig weiter. »Feuer!« rief der Kapitän und schoss sein Gewehr ab. Die anderen taten desgleichen. Auf diesen vierfachen Knall hin hoben die Bären die zottigen Köpfe und mit fast komischem Grunzen rissen sie aus. Sie setzten sich, gefolgt von den Füchsen, in einen kurzen Trab, dem ein Pferd im Galopp kaum nachgekommen wäre, und verschwanden bald unter den Eisgebilden des hohen Nordens.